Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder was Schönes mitgebracht. Und zwar von Glänzendes Schicksal. Eine Pikachu V-Collection. Ein richtig tolles Produkt. Drei Stück habe ich insgesamt davon bekommen. Das sieht doch herrlich aus, ne? Einen lasse ich daher sealed. Einen haben wir schon geöffnet. Und das ist die zweite, die wir jetzt öffnen werden. Und vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und ziehen hier noch was Feines raus. Doch mal, das Produkt ist da. Das ist doch einfach gelungen, oder? Hier die Verpackung, die Promo, die XXL-Promo, auch von hinten hier total drollig. Ein tolles Produkt. Auf jeden Fall ein Produkt, bei dem es sich lohnt, es sealed zu lassen. Deswegen packen wir es jetzt aus. Oder deshalb packen wir es jetzt aus. Richtig, richtig toll. So. Schwupp, weg damit. Und schauen wir uns die Promo an. Ja. Mit Centering passt. Super schöne Karte. Ne? Also das Artwork ist schon wirklich. Gefällt mir wirklich, wirklich gut. Auch hier nochmal als XXL. Die Verarbeitung bei der XXL-Karte stimmt auch. Vier Booster haben wir hier drin. Ich hätte ja gern so ein kleines Battle mal gemacht gegen so eine Zwolok. V-Collection von Weg des Champs. Habe ich aber leider nicht mehr gehabt. Habe schon alle aufgebraucht. Von daher gibt es das jetzt nicht. Aber wir wissen ja alle, die Pullrate ist ja bei diesem tollen Set eigentlich deutlich höher. Glurak lassen wir als letztes. So. Fangen wir mit Katapultra an. Zuerst schickt man ja wie beim Schach auch seine Bauern los, ne? Bevor der König oder die Dame kommt, also die Königin. Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Boilin, Two von Team Yell. Ja, es gibt nur ein Team und das ist Team Rocket, Freunde. Alles andere. Ach, guckt euch das Centering an, ne? Wieder richtig für die Tonne, herrlich. Chimpep, auch niedlich. Und da haben wir unsere erste Shiny. Severol und dahinter Kamalm. Freunde, wir gehen hier schon mal nicht leer aus. Und wenn man nicht leer ausgeht, finde ich, ist das schon mal immer eine feine Sache. Kennen wir auch anders. So. Boah, ja, es wollte nicht so ganz. Es sträubt sich. Müssen wir zähmen. Das Booster. So. Wir noch mal schön Code auch für Instagram weg, ne? Da gibt es dann ja immer die Puls bzw. die Hits, die wir dann da hochladen, beziehungsweise ich mache dann immer ein Foto oder auch mal zwei und dann lade ich die da hoch, dann könnt ihr euch die Karte dann noch mal anschauen. Finde ich immer ganz cool eigentlich so. Sepa, ein tolles Artwork. Ach, herrlich. Oh, Freunde, seit langer Zeit mal wieder eine Amazing Rare. Oh ja, leider ist das Centering hier auch wieder nicht so ganz gut, aber oh, die sind so schön und das liebe ich einfach, weil die einfach gehalten sind. Du hast hier das Pokémon und dann nicht wie jetzt bei so einer V-Max alles voll mit Farbe, sondern wirklich nur in dem Bereich, aber auch natürlich hier mit den Energiekarten und hier unten noch so ein bisschen. Also das ist schon echt, das sieht einfach bombastisch aus. Und dahinter Zarude. Wenn das Centering jetzt nur nicht so übel wäre. Ich weiß gar nicht, habe ich Reshiram schon? Letzte, glaube ich, die ich gezogen habe, war Kyogre. Und die war vom Centering noch viel, viel schlechter. Und das finde ich so schade. Wenn hier die Ballkarten schlecht gecentert sind, ey, damit kann ich leben. Aber damit muss ich leben. außer ich will sterben, das will ich ja nicht. Wir wollen ja hier nur weiter schöne Videos machen. Mann, naja, gut. Da hält das Centering sich ja zum Glück noch im Rahmen. Wie lustig. So. Rotom. Tropius. Bamelin. Oh, eine schimmige Karte. Ah, dafür ist die umso schöner. Und? Ja, mega. Eigentlich eine coole Karte, ne? Aber irgendwie, naja, ist man immer enttäuscht, wenn man sie sieht. Last Pack Magic, Freunde. Ach. Wird wohl unsere letzte Pikachu Collection gewesen sein, außer ich sollte nur mal irgendwann eine bekommen.
Wie gesagt, eine lasse ich auf jeden Fall sealed. Für euch gibt es nochmal den Code. Viel Spaß damit, macht was raus. Ich frage mich, ob da wirklich immer einer die Codes wegkascht. Ich hoffe, da wird keiner schlecht, ne? Beziehungsweise bleibt übrig. Das wäre echt schade. So, Freunde. Haben wir noch das Glück, hier was rauszuziehen? Ich meine, wir sind ja schon gut bedient. Und ja, dabei bleibt's. Ich denke, die Ausbeute, die ist nicht schlecht. Aus zwei Boostern, eine Shiny und eine Amazing Rare. Gerade die Amazing Rare. Wenn das Centering nur nicht so mies wäre. Das ist unsere Ausbeute. Oh, guckt euch die Amazing Rare an. Mega. Wirklich amazing. Und auch die Promo sieht toll aus. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder ein. Checkt Insta auf jeden Fall aus. Bleibt gesund, bleibt stabil, bleibt mir treu. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr mindestens genauso gut seht wie ich. Alles Liebe, alles Gute, euer Puckeknecht90. Ciao.